Und so schließt sich also der Kreis. Ich führte die ursprünglichen 5 Gefährten auf einer Mission zur Bergung des Amuletts der Könige. Damals redete ich mir ein, es wäre zum Wohle von ganz Tamriel. Ich hatte Unrecht. Und nun leidet die ganze Welt wegen meiner Anmaßung. Vielleicht. Aber ich frage mich, wird sich die Geschichte wiederholen oder wird sie neu geschrieben werden? Ehrlich gesagt habe ich Angst davor, das Amulett noch einmal einzusetzen. Seine Macht ist zwar groß, aber auch entsetzlich. Das Schicksal kann uns zermalmen, indem es unsere Wünsche zunichte macht. Oder aber, indem es sie erfüllt. In der ersten Ära war es eine heilige Stadt, die von Königin Alessia selbst gegründet wurde. Seitdem ist sie zu einer Ruine verfallen. Vor seiner Gefangennahme versteckte Sai-Sahan das Amulett der Könige in den Katakomben unter der Stadt. In den Bergen von Kolovia, dem Land meiner Jugend. Aber ich kann mich kaum noch an diese Zeit erinnern. Dass ich den Schriftrollen der Alten ausgesetzt war, raubte mir viel von dem Mann, der ich einst war. Sprecht mit Sai-Sahan. Er kann euch eure Fragen sehr viel genauer beantworten als ich. Die Zeit ist für uns gekommen, die Katakomben von Sangretur zu betreten. Unterschätzt nicht die Gefahren, die uns erwarten. In längst vergangenen Zeitaltern war Sangretur einmal ein Ort des Lichts. Doch ich fürchte, dass dem nicht mehr so ist. Wir müssen für alles gewappnet sein. Ich habe viel durchgemacht, aber dieser Körper ist härter als die großen Eichen Walenwalds. Ich gehe ohne Hoffnung, aber auch ohne Furcht. Es bringt nichts, über eine Zukunft zu rätseln, die noch nicht geschrieben wurde. Ihr könnt hoffen, was ihr wollt, mein Freund. Ich werde darüber nicht richten. Mein Fürst Varen wird ein Portal nach Sangretur öffnen. Das Amulett liegt in einem Gewölbe, das durch mächtige Magie geschützt wird. Ein Schutzzauber Stendars, des Gottes der Gerechtigkeit und der Gnade und des Gottes des wohlverdienten Glücks. Ich dachte, das könnte nicht schaden. Es steht geschrieben, dass Alessia die göttliche Inspiration für ihre Sklavenrebellion in Sangretur erhielt und daher dort auch ihre heilige Stadt errichtete. Doch das war vor langer Zeit. Heute ist die Stadt nur noch eine Ruine. Sie ist zu einem finsteren Ort geworden, an dem man manchen Platz lieber ungestört lässt. Wir sollten die Krypta der Helden meiden. Ich habe dort genug zornige Tote gesehen, um 9 Leben damit zu füllen. Kasura und ich entkamen nur um Haaresbreite. Wir werden durch den Innenhof hineingehen und sie so ganz meiden. Nun kommt, die Zeit wartet auf niemanden. Die Katakomben bergen 2 Schreine, die den Göttlichen gewidmet sind. Wir müssen sie in Stendars Namen weihen. Sobald das erledigt ist, sollte der Ring von Stendars Gnade uns die Gewölbetüren öffnen. Das Portal ist offen. Ihr hättet das Amulett überall in Tamriel verstecken können und das war eure erste Wahl. Damals erschien es wie eine gute Idee. Wunderbar. Warum sind sich die Leute mit den lächerlichsten Ideen ihrer Sache immer am sichersten? Seid still, Tarm! Seid still, Tarm! Was bringt euch nach Sangretur, alte Freunde? Sucht ihr vielleicht nach einem Amulett? Manny Marco, wie habt ihr diesen Ort gefunden? Denkt ihr wirklich, dass ich euch aus den Hallen der Qualen kommen lassen würde, wenn ich nicht jeden Schritt von euch überwachen könnte? Nein, nein! Manny Marco, halt! Ihr tötet ihn! Wo ist das Amulett der Könige? Mein Meister Molag Bal verlangt danach. Euer Meister? Bitte. Ihr würdet das Amulett verwenden, um Molag Bal zu verraten? Narr! Als ich aufstieg, hättet ihr meine rechte Hand sein können, Tarn. Stattdessen habt ihr euch bei den ignoranten Bastarden eingereiht.
Jetzt werdet ihr mit ihnen sterben. Damit werdet ihr nicht davonkommen. Denkt ihr wirklich, ihr könnt einen dädrischen Fürsten betrügen? Mit dem Amulett der Könige ist alles möglich. Nationen werden erzittern und sich vor mir verneigen. Ich werde ein Gott sein. Das Amulett der Könige wird niemals euch gehören. Es wird vom Schutzzauber der Göttlichen beschützt. Ihr meint euren Schutzzauber von Stendar, Gott der gnädigen Nachsicht, Patron der Feiglinge und gesetzestreuen Idioten? Das wird mich nicht im geringsten aufhalten. Manimako hat jeden unserer Schritte beobachtet. Wir haben ihn geradewegs zum Amulett geführt. Manimako könnte mächtig genug sein, um Stendars Schutzzauber irgendwann zu durchbrechen. Wenn wir es schnell zu den Schreinen schaffen und Stendars Segen erhalten, können wir den Schutzzauber so durchschreiten, dass der Zauber nicht aufgehoben wird. Manimako wird uns dann vielleicht eine Weile nicht folgen können. Wir müssen uns auf den Weg zum Innenhof machen. Von dort aus gelangen wir in die Kammern, in denen sich die Schreine befinden. Sai, geht es euch gut genug, um weiterzumachen? Habt keine Angst, Schneelilie. Ich bin ein Rotwardone. Wir sind wie Bergbambus. Viel stärker und biegsamer, als wir erscheinen. Beharrlich, nicht wahr? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich davon abhalten, mir das Amulett zu holen? Das Amulett der Könige steht unter Stendars Schutzzauber. Es wird niemals euch gehören. Ah, Sai, ihr versteht es immer noch nicht, oder? Durch euren Schutzzauber Stendars wird mein Plan erfolgreich sein. Er wird Molag Bal davon abhalten, zu beobachten und einzuschreiten. Sobald der Schutzzauber weg ist und das Amulett mir gehört, wird es schon zu spät sein. Ihr seid verrückt, wenn ihr denkt, ihr könnt den Gott der Intrigen hintergehen. Naives Kind, ihr wisst überhaupt nichts. Chim El Adabal, der rote Diamant in der Mitte des Amuletts der Könige, ist der mächtigste Seelenstein, der ich je erschaffen würde. Mit dem Amulett in meinem Besitz werde ich Molag Bals Kraft aufsaugen und ihn in eine leere Hülle flüchtigen Fleisches verwandeln. Dann werde ich seine Essenz in dem Edelstein einfangen. Vergessen. Mit der Zeit wird sich ganz Tamriel vor mir verbeugen. Bald wird der Gott der Intrigen einen neuen Namen haben. Manimako.
als Gott werde ich ihn noch weniger mögen. Mich ausruhen, bevor es weitergeht. Sai, geht es euch gut? Dieses Schwein hat euch wirklich verletzt, nicht wahr? Ich schwöre bei den Göttern, ich werde seinen Kopf abschlagen. Es geht mir gut, Schneelilie. Ich brauche nur einen Moment, um durchzuatmen. Lasst euch Zeit. Ich halte Wache. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann, sagt Bescheid. Wie reizend. Ich glaube, ich lasse mir das Essen noch einmal durch den Kopf gehen. Ihr behaltet mich besser im Auge. Ich hätte schon wieder Lust, Tern einer reinzuschlagen. Wenn Saisahan eines ist, dann zielstrebig. Er sagte einmal zu mir, das Erringen des Sieges wäre wie ein Ringkampf mit einem Oger. Man hört nicht einfach auf, wenn man müde ist. Man hört auf, sobald der Oger müde ist. Er wird es zu Ende. Ich werde Mani Marco bis in die hintersten Winkel des Reichs des Vergessens verfolgen, wenn es sein muss. Rache ist eine starke Triebfeder. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Aber unter dieser harten Schale steckt eine hoffnungsfrohe Närrin, die für jeden Einzelnen von euch den tödlichen Schlag einstecken würde. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Stoisch. Nennen uns die Leute denn nicht so? Da ist ein Band zwischen unseren Herzen. Aber wir sprechen nicht über unsere Gefühle. Wir verstehen sie nicht einmal selbst. Vielleicht sprechen wir eines Tages darüber, aber dieser Tag ist nicht heute. Bei Zeths Tränen. Ich dachte, ich könnte damit fertig werden. Mani Marcos Hexerei brachte all die Schmerzen und Zweifel zurück, die ich in den Hallen der Qual spürte. Ich habe meinem Körper schon Schlimmeres zugemutet. Es ist mein Geist, der mir Schmerzen bereitet. Mani Marco hat meinen Kopf mit zertrümmerten Erinnerungen gefüllt. Sie sind wie zerbrochenes Glas. Sie schneiden mich mit jedem Schlag meines Herzens. Diese Stimme... Mani Marcos Stimme, sie verhöhnte mich immer und immer wieder, über Jahre hinweg. Meinen Willen konnte er nicht brechen, aber er hat etwas anderes gebrochen. Ich werde all dies überstehen, mein Freund. Ich habe nicht Jahre der Folter in den Hallen der Qual erduldet, um jetzt aufzugeben. Mein Schmerz hat nachgelassen. Sputen wir uns und bringen wir diese Sache zu Ende. Wir müssen die beiden Schreine mit Stendars Segen weihen, bevor wir das Gewölbe öffnen können. Der erste Schrein ruht im Grabmal der Drachengarde, wo so viele meiner gefallenen Kameraden aufgebahrt wurden. Wir müssen ihrer ewigen Ruhestätte unbedingt mit Respekt begegnen. Der Schrein befindet sich auf der anderen Seite des Raums. Schnell! Wir müssen einen Weg dorthin finden. Ich habe eine Überraschung für euch, Sai. Erinnert ihr euch an eure gefallenen Kameraden der Drachenwache? Ich habe mir die Freiheit genommen, sie zu erwecken. Und sie sind ganz erpicht darauf, euch zu sehen. Schon wieder entehrt der König der Würmer die Erinnerung an die geehrten Toten. Ich habe nicht den Wunsch, die Leichen meiner alten Kameraden der Drachenwache zu verschimmeln. Aber wir müssen den Schrein weihen.
Stenda, Gott der Gnade, Wohltat und Gerechtigkeit, erfüllt uns mit eurer Weisheit und euren Visionen. Helft uns, die Welt mit eurer Gnade und Führung zu richten. Ermutigt uns, das Böse zu zerschlagen und die Ungerechten zu bestrafen. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten Schrein weihen, bevor wir das Gewölbe betreten können. Beim Verstecken des Amuletts auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, Sai. Hättet ihr es nicht einfach unter die Matratze legen können? Der zweite Schrein ist in der dahinterliegenden Kammer. Es gibt einen Kniff, sie zu erreichen, eine Art Rätsel. Aber ich erinnere mich nicht an die Lösung. Der Altar ist auf der anderen Seite. Man muss die Zugbrücke runterlassen, um ihn zu erreichen. Langsam ärgert ihr mich wirklich. Tötet sie! Durch diese Weihen ersuchen wir euch, eure Schutzzauber zu brechen und uns sichere Reise in das Gewölbe der Könige zu gewähren.
feuchte Korridore, bröckelnde Wände, übler Geruch. Dieser Ort hat alle Vorzüge eines Bordells in Riften. Das muss sich für euch wie Heimat anfühlen. Immerhin eine Krypta gefüllt mit den verrotteten Leichen von inzüchtigen Königen und gescheiterten Staatsmännern. Fast wie bei einer Familienfeier der Tarns. Werden nicht erfolgreich sein. Das Amulett der Könige wird mir gehören. Ich schwöre bei Stendars Gnade und dem Schwert meines Vaters, ihr werdet nicht gewinnen, Manimako. Bald werdet ihr die Größe meiner Macht erkennen und euch vor mir verneigen. Durch die Macht des Amuletts der Könige werde ich verwandelt werden. Alle Nationen Tamriels werden sich vor mir verbeugen. Sie werden mich anbeten und um eine Gnade betteln. Alle werden den Namen Manimako als ihren einzigen, wahren Gott kennen. Damit kommt ihr niemals durch, Manimako. Wir werden euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Aber meine alten Freunde, versucht doch, mich aufzuhalten. Yeah.
ist sie. Die Tür zum Gewölbe der Könige. Die Schreine wurden in Stendars Namen geweiht. Jetzt müssen wir den Ring von Stendars Gnade einsetzen, um die Gewölbetüren zu öffnen. Stellt euch in den Zauberkreis und zeigt mit dem Ring auf die Türen, um den Schutzzauber aufzuheben. Die Türen sollten sich weit öffnen. Seht, das Amulett. Ich kann es von hier aus sehen. Dass der Tod den mächtigsten Nekromanten Tamriels je... Das ist nur ein Übergang. Mein erster Schritt zu wahr... Werdet jetzt Zeuge meiner wahren Macht! Schaut zu, während ich aus dem Grab auferstehe und zur Gottheit werde! Ihr denkt, ihr könnt dem Herrn der Gewalt und Unterwerfung ohne Konsequenzen hintergehen? Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Für alle Ewigkeit werdet ihr Qualen leiden. Eure gequälten Schreie werden als Warnung für andere durch das ganze Reich des Vergessens hallen.
Manimakus sollen uns gegeneinander aufhetzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Schaut, was wir erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Wie ungewöhnlich optimistisch von euch, Titanenkind. Das sollte ich auf ein Kissen sticken lassen. Die Göttlichen gaben euch nicht ohne Grund eine Nase, Tarn. Dann könnt ihr den Mund halten und trotzdem atmen. Gut gekontert, Titanenkind. Gut gekontert. Es ist vollbracht. Das Amulett der Könige gehört wieder uns. Manimako wird für den Rest der Ewigkeit teuer bezahlen. Man kann keine Intrige gegen den Gott der Intrigen spinnen, ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich kann mir die Qualen nicht vorstellen, die ihn erwarten. Sasahan muss sich ausruhen, genau wie wir anderen auch. Wir können jetzt ein wenig ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass der König der Würmer besiegt wurde. Aber wir sollten uns nicht zu lange ausruhen. Molag Bal ist noch immer eine große Bedrohung und die Ebenenverschmelzung muss aufgehalten werden. Wenn nicht, war all dies umsonst. Ich habe es nicht vergessen, Enseelter. Das ist nur ein weiteres Teil des Puzzles und wir werden uns zur rechten Zeit darum kümmern. Doch fürs Erste sollten wir uns ausruhen und uns erholen. Wie immer werde ich mich bald wieder bei euch melden. Möget ihr im Licht wandeln, Enseelter.